Kurwa. So, wir sind jetzt hier mit Ehrenbruder Bemet. Wir machen heute den Motor von Bemet. Wir fangen an mit den altbekannten Lagern. Ich hoffe, wir bekommen die ein bisschen besser raus als, ne? Ich brauche da, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Aber wir haben auf jeden Fall... Ja, wir sehen uns dann in 3 Wochen wieder. Wir haben tatkräftige Unterstützung jetzt. Ich denke mal, mit einem Bunsenbrenner sollte das besser klappen. Wir werden den Bums jetzt heiß machen und mal gucken, wa? Willst du Filmi machen? Sesam, öffne dich. Mach mehr, Junge, was machst du da? Keine halben Sachen. So. Dreh mal den Motor. Kann nicht, das ist nur Feuer. Was ist denn, Digga? Super. Ein bisschen zu viel des Guten. Digga, mach Jalla, scheiß drauf. Nur übertreib nicht so wie eben. Du kriegst doch gar nicht richtig gepackt. Also anfassen kann ich das halt nicht, ne? Du musst mit einer Hand, glaube ich, hier packen, dass du es. Ach, Digga. Digga, sieht man das? Digga, die Kugel waren einfach am Glühen eben. Und jetzt rausgehen. Ein paar Mal gewackelt, gezogen. Ja, yeah. Also bessere Lösung, oder? Das ist besser. Viel besser. Was man? Tu mal so ein bisschen Spucke drauf von dir. Scheiße, voll daneben gerollt. Dreh mal um den Lachs. Bisschen wenden, weißt du? Wie 3 Minuten Terrine. Wie Jam-Jam. Jam-Jam muss ja auch wenden. Tu den mal hier auf den Schwamm legen. Digga, der wird so durchflutschen, ne? Er ist schon zu sehr abgekühlt. 1000 Grad heißes Lager. Ja, komm, was liegen? Ja, machen wir gerade das nächste. Das machen wir jetzt on cam. Digga, das ist auch in 5 Minuten noch so heiß. Wirf mal, kleines Kind damit ab. Bruder, was? Lass meinen Nachbarn in Ruhe. Das war ein Spaß, Digga. Ich will mal. Ja, okay, jetzt wissen wir aber, ne? Nicht übertrieben. Ja. Yeah. Ja, kommt. Wir gehen besser hier, glaube ich. Ist ja reingeflutscht. Fast der Hurensohn. Bleibt alles so, wie es ist. Machen wir auf der anderen Seite. Dann, Scheiße. Kleine Bastard. Mach mal auf der anderen Seite. Ja, das für dich geht, ne? Junge, also wirklich, ne? Das geht nicht, Digga. Das kann doch nicht sein, dass du den Scheiß wieder reinrutschst. Ich war am Ziehen wie ein Behinderter. Ich hab den einfach nur an sich verkeilt. Nimm die Zange. Also hier, mach zu. Halt das Ding. Oder der ist komplett rot, dieser. Komplett. Guck mal, wie das rausflutscht. Andere Seite jetzt auf jeden Fall. Nimm andere Seite. Weil sonst rutscht das wieder rein. Digga, das kann doch nicht sein. Der ganze Block glüht. Ja, jetzt kommt's.
Der war dummer Hurensohn. Ja, was, wenn er jetzt wieder reingeht, dann fick ich schon. Der geht nicht mehr rein. Jetzt. Warte hier. Schwammpower. Der Schwamm ist einfach Endlevel, sag ich ehrlich. Liegt auf jeden Fall an dem Schwamm, nicht an dem Lager. Boah, stinkt aber. Boah. Muss man nachmachen. Riecht nach. Danach fliegt man. Habt ihr halt ein Brandy? Na, ach Quatsch. Glaubst du, du kriegst ein Brandy? Wow, Digga. Da hol ich den Bremser gar nicht auf. Wir rotzen dir einfach deine Arbeitsplätze vor. Wow. Der wächst noch, wa? Die haben mal da dran. Optimaler Test. Das ist behindert, heißt der. Ich schwöre, mach mal. Nein. Mach mal einmal. Gar kein Fall. Hab ich auch gemacht. Wow, Digga, das merkt man sogar nach kurzer Zeit sogar. Boah, der glüht noch ein bisschen. Ja, das war Sprudel. Ah ja, stimmt. Vom Sprudelwasser. Bitte. Ja, okay, hoch und sehen raus. Alter, wie der Block aussieht. Das ist einfach das Öl, was einfach getrocknet ist, gefühlt. Ja, okay, dann. So, jetzt tun wir gerade hier. Dann tun wir die jetzt in Müll. Wir hatten eine kleine Werbeunterbrechung. Wir hatten Zuschauer gefunden. Wir haben unsere kleinen Nachbarskinder glücklich gemacht. Freund. Piano. Glücklich gemacht. Wir haben die auf die Motorräder gelegt. So, ja. Nichts Verwerfliches hier. Piano. Ja, wir haben die glücklich gemacht, indem wir sie auf die Motorräder gesetzt haben. Und dann, genau. Und der eine, der wollte gar nicht gehen, der hat geheult. Die Mutti hat ihn runtergehoben, der hat sofort angefangen zu schreien. Und so. Er wollte auch nicht weiter sitzen. Muss mit dem eine Runde fahren, dann schreit er auch. Ja, wenn er älter ist. Nein, das ist gut. Mann, Spaß. Boah, der ist 3, Alter. Stell dir vor, den muss ich mit dem Spanngurt hinten festmachen. Nur Festgurt, Digga. Er kriegt gar keine Luft mehr, Digga. Ja, weiter, schneller. So, wir machen jetzt weiter. Wir haben hier die Lager. Irgendwo. Hier. Mal gucken, welches jetzt welches ist. Bisschen kaputt, aber. Ja, keine Ahnung. Ist ja alles das Gleiche. So, wir haben die Lager. Wir werden jetzt hier wieder ein bisschen schön heiß machen. Noch ein bisschen sauber machen. Und dann die Lager einsetzen, wa? Schön ein bisschen mit Bremsenreiniger, siehst ja, was hier für ein Scheiß runterkommt. Wenn er 10 Jahre das gleiche Action-Ölgetriebe. Nein, chill. Getriebe war richtig. Aber die ganze Zeit nur das gleiche. Ohne einmal abschüttelt. Aber eigentlich, ich schwöre, Andreas Lukas meinte ja, ich hab ihn gefragt, was für ein Getriebeöl fährst du, der so einfach das billigste, was du finden kannst. Meinte der ja, weißt du noch? Ja. Und der fährt. Wie viel PS hat sein in der 70er? 27,7 glaube ich. Ne? 27 auf jeden Fall. 27,7 PS auf 70 Kubik fährt der. Da wo wir den Lachs abstimmen lassen haben. Ja. Von Lukas Racing. Guck mal, was da für ein Schmodder rauskommt. Die haben einfach gedacht, dass sie sich einfach draufgesetzt haben. Die kamen auch ganz schnell hingespielt. Mama! Man hat schon so gehört, wie der geschrien hat. Mama, ich dachte gerade auf Motorrad. Geil. So, das sieht doch schon mal angenehmer aus. Und jetzt machen wir die Bude wieder heiß. Schon die Garo reinlegen. So, mal gucken, ob der mit Garo anspringt. Ich würde mit Bremsreiniger und Flammenwerfer ist jetzt ein bisschen Kacke im Block. Könnte Flambaster machen, Bruder. Einmal reinhalten. Lass mal gucken, ob der mit Kipper angeht. Nein. Doch. Das ist behindert, der geht nicht mit Kippern. Nicht mal, du kannst hier so einen Benzin reinwerfen, der gibt kein Feuer. Hast recht. Der ist Profiraucher, der hat schon alles ausprobiert. Natürlich. Soll ich jetzt einfach da reinhalten? Doch, siehst ja, was passiert. Wenn der direkt mehr Leistung hat, Digga. Also jetzt ist es
Jetzt ist es weg. Da fliegt er auch. Ja, so. Dann einmal hier heiß machen. Und in die Lage? Genau. Ja, okay, dann mach aus und kannst drehen. Oder nicht drehen. Gummihammer, das geht nicht. Los. Ja. Eigentlich easy, aber. Bam. Fest. Dummer Schuss. Ja. Und jetzt riecht mein Gerücht. Er ist drin. Jo. Oh, nein, zwei Mal und dann. Perfekt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, easy. War jetzt müssten super. Wir nochmal gucken, wie war das nochmal mit dem. Das Lager kommt ja von da rein. Müssen wir erst den Simmering reinmachen. Dann Simmering da. Und nein, dann... Nein, erst Simmering. Erst Simmering, dann Lager. Das ist das falsche Lager. Hm? Ja, das hier. Das ist dann das hier. Der Kollege. Genau. Du weißt erst doch, wie es funktioniert. Erst den Simmering reinmachen, weil du kannst ihn von hier nicht reinmachen. Achso. Erst den Simmering reinmachen und dann das Lager. Das haben wir beim letzten Mal haben wir Glück gehabt, dass das Lager nicht reingegangen ist, wenn wir es nochmal rausgeholt haben. Genau. Weil wir nämlich erst den Simmering reinmachen. Weil da war nämlich was, das wusste ich, aber ich wusste nicht mehr was. So, der Simmering kommt jetzt aber so rein, ne? Guck mal. Genau. So, ne? Ja. Dann ein bisschen einölen. Oh, sorry. Voll auf den Arm gerotzt, Alter. Da kam nichts. Ja. So. 24er Nuss war das, ne? Ja. Kurve. Kaputt machst, kann man von der anderen Seite überprüfen. Oh, heiß. Handschuhe wären auch nicht schlecht. Das ist wahr. Ja, man sieht jetzt nichts. Warte, ich mach Kamera. Ja doch, sieht man, kaum ist drin. Ja, super. Das ist doch so knapp bei meinem schönen Powder vorbei. Die Kampfspuren. Guck mal, aber Jungs, ich sag euch ehrlich, guck mal, Bamet ist doch jetzt schon der gepflegte Boss, oder? Mit dem Poloshirt? Poloshirt in der Garage. Ich finde, das steht Bamet sehr, sehr gut. Danke. So. Yes, sir. Ich kann noch ein bisschen heiß mit Föhn. Aber nur von außen, ne? So. Kloppen, Digga, das wäre so. Perfekt. Halt fest. So, na jetzt siehst du. Wo, nee, ist schon richtig. Der Zahn. Aber guck mal, der Zahn. Hört. So, jetzt Metall auf Metall an. Ja. Das ist Baba. Yes. Wo ist dieser Sägezahnring, der hier jetzt reinkommt? Eigentlich extra hier. So. Ja. Ja, also reinballern. Yeah. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Das ist echt schön, Digga. Das geht selber. Ja, da ist ja auch Alu, glaube ich, ne?
Ich habe einfach so da reingesteckt. Ich habe auch irgendwie gar keine Angst mehr vor Kälte und Hitze. Ich mache es ohne Handschuhe. Das ist ein bisschen dumm eigentlich. Aber solange es klappt, ist top. Boah, du ekelhaft. Hast du dein Gesicht gekackt, Alter. Ins Gesicht gekackt. So, jetzt aber. Du hast die Fresse geschissen, Alter. Jetzt können wir weitermachen. Geil. Dann. Du Idiot. Dreh den mal. Was, um. Mann? Nein. Herztest. Ja. Nö. Ja, ist warm. Ist warm. Warte, warte, stopp, stopp. Lass mal gerade hier mit dem Feger kurz das hier alles wegmachen. Wir sind ready. Wir fangen an. Wir bauen jetzt die originale Ausgangswelle ein mit meinem alten Graf-verzahnten Getriebe. Als erstes, das hier ist für... Boah, ist das noch heiß. Hier kommt der Wandler drauf. So, eigentlich machen wir es ein bisschen warm, aber das ist noch alles warm. So, dann als erstes der Kollege hier rein, in die Mitte. Ne? Mit ja. Dem einfach hier rein. So, klackt. Muss man noch nicht drauf rumhämmern oder so? Ja, genau. Das reicht so. Dann. Lager sind wir Ring eingebaut, kommt das rein, Ausgangswelle. Ja, Ausgangswelle. So, seht ihr? Alles steckbar, also keine Gewalt muss angewendet werden. Dann kommt der Kollege hier rein. Ah, hier, jawohl. Hey, Buddy. Hier ist noch eine, ne? Ja, wir brauchen auch zwei. Eine dicke, eine dünne war das, ne? Ja, es ist jetzt zweimal die gleiche, aber das ist egal. Es geht um den Tellerfeder-Effekt bei den... Okay. Eine Tellerfeder, es ist quasi wie zwei Teller, die aneinander sind und dann so federn, weißt du? Nein, aber ist okay. Verstehst du nicht? Ja, ein bisschen schon. Guck mal. Ja, doch, check. Die sind gewölbt. Mhm. Und wenn du die so dämpfen, hast, die dämpfen so dann ab. Ist hier in der Mitte ja dann dieses Spalt. Und dämpfen. Und so. Boah, dämpft das. Heftig, ey. So. Die kommen hier drauf. Hier, Buddy. Dann kommt eine Motorforce-Dichtung, die ich neu bestellt habe. Die auch passt? Nee, das ist, Lilo meinte auch, das kann nicht sein. Die passen gar nicht gut. Das wollten wir auch Scootertech noch melden. Aber habe ich noch nicht, habe ich vergessen. Also die passen sehr, sehr schlecht, aber das wird sich auf jeden Fall in sehr, sehr naher Zukunft ändern, also keine Sorge. So, dann haben wir das. Wo ist der Deckel? Hier. Dann brauchen wir hier noch diese zwei Passhülsen. Für den Deckel. Für den Deckel. Einmal hier. Und einmal hier. Wir müssen noch die Dichtfläche reinigen. Wir haben die komplett eingeschmiert mit Dichtmasse so. Jetzt tun wir der gute Stück einmal hier drauf. Ja, wir machen es andersrum. Steckdinger hier rein. Die, wie heißen die? Passhülsen. Tun wir einen Block rein. Und dann die, den Deckel drauf. Yeah, boy. Und dann Deckel drauf. Wir haben einen Simmerring vergessen, aber den können wir jetzt einschlagen. So, und jetzt machen wir Schrauben fest, tun den Simmerring rein, dann sehen wir uns wieder. Das ist drin. Und jetzt haben wir hier noch einen wunderschönen Simmerring, den wir einfach hier so mit der Hand hier reindrücken können. Genau eben mit dem Ding. Weißt du, so. Und das reicht schon. Mehr ist es nicht. Nicht tiefer, weil sonst kann das schleifen. Stimmt, das kann man echt nicht drehen mit der Hand. Aber das hört sich ja gut an. Schon in die Tribune. Ja. Finde ich okay. So, okay. Dann sind wir da fertig. Hast ja angezogen, ne? Einmal die Doppelschraube nachziehen, ne? Bist du locker? Kupplung haben wir hier, ne? Von dir. Ja, müsste. Aber weißt du was?
Wir haben doch eine schöne neue Kuppe. Willst du hier reinmachen? Ja. Wieso? Ja, wieso nicht? Das ist doch deine. Ja. Dein, okay. Digga, korrekt. So, wir haben eine neue Kupplung für Ehren Bruder Bennett. Du bist der Beste. Korrekt. 3G-Klatsch, das ist so die beste Kupplung, die man eigentlich kriegen kann. Oh, ja. Ja. Doch, ist so. Außer die Doppler-Dings, die wird gerne genutzt für Zweizylinder und so ein Scheiß, weil die noch mehr aushält, aber die ist auch sehr, sehr gut und kostet weniger als die Sport Pro-Kupplung. Immer im Auge behalten. Nur die, also das ist auf jeden Fall Empfehlung von mir. Die Kupplung komplett auf Vorspann drehen. Das könnt ihr hier sehen bei den Strichen. Hier bis zum letzten Strich überall aufdrehen, dass die Kupplung härter wird. Und dann werden wir die einbauen. Bennett, viel Spaß. So, wir bauen jetzt von mir komplett das alte CVT ein. Also Wandler, Vario, Keilriemen. Wandler ist original, oder? Ja, der Wandler ist original, ja. So, hier ein bisschen einfetten, ne? Nicht zu viel, weil sonst kommt das hier auf die Scheiben und die dürfen nicht gefettet sein, die, wo der Keilriemen durch. Wo der Keilriemen läuft. Dann Stich. Kommt der Kollege hier drauf. So, dann hier noch ein bisschen Fett überall. So, und dann haben wir hier diese Löcher. Und durch diese Löcher kommen diese Pins. Das sind bei dem originalen Wandler sind das 2 Pins, beim Oversize Wandler sind das 3 Pins. Drei? Ja, ich meine schon 3. So, und einmal auf der Seite hier der Pin rein. So. Machen hier diese Lauffläche bisschen voller. Hier sind nämlich Simmerringe, da drückt sich das nicht durch und hier ist auch halb so wild, wenn da ein bisschen was dazu ist. So. Hier. Dann Pfoten sauber machen. Guck mal hier, deine alte Kupplung ist zum Kotzen. War das wirklich? Sieh mal aus, sie? Ja. Oh, ich fehle deine. Wie die aussieht, ey. Bodenlos. So. Egal. Dann hier kommt hier die Hülse wieder drauf. Und da ist direkt schon die Feder drauf bei uns. Federteller. Ist das, ist das der Federteller? Müsste sein. Bock. So. Das ist es. Hier drin, oder? Oh, hab ich die auch von dir gerippt? Ja, ne? Echt? Ich mein schon. Ja, das ist doch die, die ich gerippt hab. Oh, cool. Ja, nein, du hast nur die Kurbelwellen, die Aussehens. Nein, die hab ich auch gerippt. Also hast du Vario-Kupplungsmutter und die Mutter hierfür. Mhm. Okay, ja. Okay, dann machen wir die kurz raus. Ja, oder lass draußen. Nochmal. Oder? Das ist... So, dann haben wir das. Dann hast du den Rest. Welchen Keilring? Der schöner aussieht. Wo Stage 6 draufsteht. Ja, da stehen beide 60. Ja, scheißegal, du hast 2 Stück. Wenn einer frisst, weißt du Bescheid. Jackpot, ey. Ach so, nee. Weißt du, warum da nichts drin ist? Weil das meine Kiste ist. Das ist deine Kiste. Weißt du? So, nee, weißt du, warum da nichts drin ist? Lass mal bitte direkt mit dem Vago-Deckel gucken, wegen dem Ausdistanzieren von dem Bildschirm. Aber hier ist auch nichts. Ich habe auch keine Mutter drin. Ach, Digga, hier ist er doch. Achso, das ja. Ist doch die Malossi-Kupplung. Ja, okay. Dann hast du dich einfach von deinen alten geklaut. Ja, lass das. Machen. Das behalte ich einfach. Mal rein, ne? Das behalte ich einfach. Was das den, was die Gewichtsstücke direkt übernehmen, oder? Ich weiß nicht, hast du eine Feinwaage? Ja, da. Und dann können wir direkt gucken, nicht zusammen und los. Nicht mal, obwohl doch, mit deinem Setup, ja. Dann hol ich mir eine E-Puppe. Ja, die, ich habe die Farbe auch schon geschickt, der hat mich auch schon gefragt. Dann gucke ich, dass ich Stage 6 Sport Pro. Danach Nibi hole. Ja, Nibi kostet einen Huni und die E-Pumpe 30. Ja. Okay. Dann gucke ich, dass ich das jetzt nächste Woche oder so alles zusammen direkt bestelle. Ne? Mhm. Und dann ich kann der mal, RPG Richtung, kommen und dann kann auch der. Richtung Ende Juli werden wir 2,8 Gramm. Willst du die fahren? Du rein. Einfach ausprobieren, das wird eh Abschirmerei. Einfach rein. Das eh abschirmen, ob ich jetzt mit 6 Gramm abschirme oder mit 2,8, wo die wenigstens fährt. Das sollte sogar gut sein, weil du hast einen noch krasseren Zylinder
Und die Vario ist viel zu klein dafür. Behindert Drehfreundschalterzylinder, ne? Ja. Das könnte sogar echt gut sein. Aber kleiner als 2,8 kriegst du fast gar nicht. Musst du sonst bohren. Ja, das stimmt. Hier die Abstandshülse drauf, ne? So, dann so rum, ne? Mhm. So. Bolzen. Ja, der ist ein bisschen dreckig. Nicht schlimm. Ja, kann einer sagen, von was der bearbeitet wurde? Von Mr. Dollar. Was? Mr. Dollar. Ich glaube so. Keine Ahnung, wie das ist. Also wenn das einer sagen könnte, ist das richtig, schon, Bruder? Ja, das ist ja, weil die jetzt zusammengedrückt ist. Also, okay, okay. Du startest ja jetzt im sechsten Gang sozusagen, mhm. Weißt du? Wenn du jetzt schön drehst die ganze Zeit, dann kommt er wieder hoch und dann ganz oben ist der erste Gang mäßig wäre das geregelt. Cleaning, cleaning! So, der Juffen hier. Achso, willst du kurz gucken? Brauchst du eine Dings? Ne. Erst das Ding, dann. Was? Ja, dann unter die Scheibe und dann Mutter. Und sonst drehst du die Mutter da drauf und dann hängt er auf der Welle und nicht auf dem Ritzel, weißt du? Und dann wackelt deine ganze Variomatik. Aber könnte sein, dass wir doch nochmal abmachen müssen und dann nochmal probieren müssen. Mit einem auslizenzierten Ding. Weil vielleicht packt der Kickstarter gar nicht, weißt du? Ja. So, dann haben wir hier die zwei Passhülsen. Und jetzt fährt sich der Calvin Schramm. Jetzt zieht sich nach oben. Ja, und jetzt hast du. Dann startest du sozusagen den ersten Gang. So, jetzt, Bamet kriegt meinen Straight-Deckel, weil. Für ESD darf der mit den Löchern nicht fahren. Genau. So, dann habe ich gar kein Problem mit. Dann sehe ich von hier sogar, ob der Öl verliert, der Radikal. Seinen alten Kickstarter möchte mir ja nicht geben. Ja, kannst du haben, Digga, ne? Ich kann ihn noch zulassen lassen. Okay. Was ist denn, Digga? Gibt er nicht. Boah, der hat ja gerade Sonne oder gut? Bombe. So, dann Magic Magic, neue Schrauben. Wir können auch die alten reinmachen, ne? Nein. Okay. Behalt die als Ersatz. Du hast genug. Das ist, weißt du, das ist halt von uns. Okay. Du gönnst so. Auch. Mr. Magic. Hast du irgendwo totes Gewinde? Nee, eigentlich nicht. Wo ist die Passhülse? Da. Und hier, ne? Mhm. Mein Fehler. Geh mal auf der Seite. Ja. Oh. Jetzt haben wir totes Gewinde. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr. Power. Ja, der hat aber auch Power, der Lachs, ne? Ich weiß noch. Erste oder zweite Mal Rennstrecke. Ich hab nur die in der Mitte drin gehabt. Weißt du so? So, fertig. Ich brauche auf jeden Fall neuen Kolben bringen, so viel kommst du noch, nämlich gar nicht. So, wir sind wieder back. Jetzt sind wir bei der Innenrotorzündung. Und die werden wir wie folgendermaßen einbauen. Halb und Gelb brauchen wir, ne? Nein. Ne? Durch Hausmann? Ja. So bekommt ihr das. Das Kabel kommt hier durch. Dann habt ihr hier die zwei Schrauben, die kommen hier rein. Ungefähr so. Müsst ihr die langsam anziehen. So. Ja, so ist fest. So, jetzt haben wir hier den Rotor. Den kannst du so bewegen, um nachher die Zündung einzustellen. Die Zündkerze kannst du schon mal rausschrauben. So. So, wir haben schon spät. Die Innenrotorzündung ist jetzt soweit drin. Und das Einstellen der Innenrotorzündung machen wir im nächsten Video. Wenn wir dann auch noch einmal den LE-Starter abbauen und die Abdeckung drauf machen und hier die Aufhängung von ihrem Bruder Bennett neu machen. Das ist gut fürs Kurbelverhalten. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für die Schräglage. Nicht. Deswegen machen wir es auf jeden Fall neu. Guck mal, das kannst du sogar komplett mit der Hand rausgerutscht, Alter. Ja. Gut. Radikal gut. Geil.
Ja, da.